Der Anfang der Welt und somit auch der Anfang unserer eigenen Lebensgeschichte liegt 13,8 Milliarden Jahre zurück. Der Urknall ist der Ursprung unseres Universums. Hier steht die Wiege der Menschheit. Und das begründet den tiefen Antrieb, wissen zu wollen, wie das Universum funktioniert, wie es sich entwickelt und vor allem, wie es entstanden ist. Bis heute kennen wir nur einen einzigen Himmelskörper, auf dem Leben existiert, unseren Planeten Erde. Aber die Bausteine des Lebens gibt es offenbar überall im Universum. Woher kommen wir? Wer sind wir? Und wohin gehen wir? Das ist der Titel eines allegorischen Gemäldes von Paul Gauguin. Und Sie werden sich sicherlich auch schon mal gefragt haben, hat mein Dasein wirklich eine Bedeutung oder bin ich nur zufälligerweise da? Nun, Fakt ist, das Universum kann intelligentes, bewusstes Leben hervorbringen. Wir sind der beste Beweis. Aber heißt das, dass Leben zwangsläufig entsteht, überall, irgendwo, auf irgendeinem Planeten? Nun, dort draußen gibt es Milliarden von Planeten. Und wenn dem so wäre, dann wären wir mit Sicherheit nicht allein im Universum. Aber ist das so? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, müssen wir zurückblicken. Auf den Ursprung unseres Lebens, aber darüber hinaus auch auf den Ursprung des gesamten Universums. Was ist Leben und warum wimmelt es im Universum nicht davon? Wir sind auf der Suche nach dem Bauplan des Ganzen. Und auch wenn in immer kürzeren Zeitabständen neue Erkenntnisse gewonnen werden, ist unser Bild vom Universum noch längst nicht komplett. Um unseren Ursprung zu finden, müssen wir die kleinen und großen Zusammenhänge zwischen der Entstehung von Galaxien, Sternen und Planetensystemen verstehen. Kosmologie und Kosmogonie, die Lehren vom Weltall und der Weltentstehung, beschäftigen Naturwissenschaftler genauso wie Philosophen. Ob die Entstehung von Leben im Universum ein unglaublicher Zufall oder unvermeidlich ist, ist eine grundlegende Frage der Menschheit. Der Mensch will immer wissen, warum bin ich da? Der Sinn des Lebens, ja. Der Sinn des Lebens ist aber nichts, was man physikalisch erklären kann. Trotzdem ist er von großer Bedeutung für jeden. Und da sind die Grenzen der Physik. Da fängt die Philosophie, die Theologie an. Und was mir immer noch sehr fehlt, ist dieser Austausch zwischen diesen Disziplinen. Rein weg von der Physik zu der Frage, was hat das Ganze mit mir als Mensch zu tun? Auf die drängende Frage, wie biologisches Leben, wie wir es kennen, nun wirklich entsteht, gibt es noch keine Antwort. Wie sich aus unbelebter Materie Leben bilden konnte, ist eines der größten, vielleicht sogar das größte Mysterium unserer Welt. Der Weg vom Stein zum Menschen steckt voller ungelöster Rätsel. Das Phänomen Leben ist komplex und schwer zu fassen. Das zeigt bereits die Frage, was Leben eigentlich ausmacht. Es gibt tatsächlich keine geschlossene, einfache Definition. Es ist wirklich eine Aufzählung von bestimmten Kriterien. Und diese Aufzählung erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also angefangen hat die Definition mit natürlich Metabolismus, also einem Stoffwechsel. Dann die Fähigkeit zur Vervielfältigung, zur Replikation, also sich selber sozusagen immer wieder neu hervorzubringen. Leben hat eine Informationseinheit und Leben ist der Evolution fähig, also in der Lage, sich sozusagen zu verbessern. Bis heute kennen wir nur Leben, wie es auf der Erde existiert. 118 chemische Elemente gibt es im Periodensystem. Nur 6 davon bilden die Bausteine für unsere Existenz. Wasserstoff, Stickstoff,
Sauerstoff, Phosphor, Schwefel und Kohlenstoff. Wobei der Kohlenstoff und seine Verbindungen die Hauptrolle spielen. Diese Bausteine des Lebens existieren offenbar im gesamten Universum. Wir haben über 100 Milliarden Planetensysteme in unserer Milchstraße. Es gibt mehr als 100 Milliarden Milchstraßen. Dieser ganze Aufwand und dann steht gerade mal hier auf der Erde Leben für 4 Milliarden Jahre, dann explodiert die Sonne, dann ist es auch schon wieder vorbei. Das wäre mir zu wenig. Warum dann dieser ganze Aufwand? Von daher denke ich, es gibt Leben überall und wir müssen es einfach nur finden. Unser Universum entstand in einem Urknall, dem Big Bang. Dieser Urknall als Zeitpunkt allen Anfangs entzieht sich jeder physikalischen Beschreibung. Die Forscher sehen ihn als Ergebnis einer unbekannten Ursache oder als reinen Zufall. Den wirklichen Moment des Big Bangs können sie mit physikalischen Gesetzen nicht ergründen. Erst die Entwicklung des Universums nach dem Urknall kann von den Forschern beschrieben werden. Mit dem Urknall wurden nicht nur alle Dinge im Universum geschaffen, sondern mit ihnen auch Raum und Zeit selbst. Die Frage nach einem Wo und Was davor war, erübrigt sich dadurch. Es gibt keinen Ort und kein Davor. Mit dem Urknall expandierte dieses Universum in der sogenannten Inflation, sodass aus jedem kleinsten Raumbereich, so groß wie ein Sandkorn, ein Gebiet so groß wie unsere Milchstraße wurde. Und in diesen Raum hinein entstanden die ersten Elementarteilchen, nämlich die Quarks und die Elektronen. Es dauerte allerdings nur eine Millionstel Sekunde, sodass aus diesen Elementarteilchen die ersten Kernteilchen entstanden, die sogenannten Neutronen und Protonen. Nach ungefähr 100 Sekunden bildete sich aus diesen Kernteilchen tatsächlich die ersten Kerne. Zu über 99% war das Wasserstoff und noch ein bisschen Helium. Das lag allerdings als glühend heißes Plasma vor. Dieses Plasma expandierte weiter, kühlte dabei ab, sodass nach ungefähr 380.000 Jahren eine Temperatur von 3000 Grad Celsius erreicht war. Und dabei entstand schlagartig ein neutrales Gas, was überhaupt nicht mehr glühend heiß war. Es war damals stockdunkel, der Beginn des sogenannten dunklen Zeitalters. Dark Ages, das dunkle Zeitalter unserer Welt. Im neugeborenen Universum existieren weder Sterne noch sonstige Lichtquellen. In der ersten Phase, die nur wenige Minuten dauerte, bildeten sich nur die Kerne der beiden leichtesten Elemente, Wasserstoff und Helium, das Urgas. Alle chemischen Elemente, aus denen Sterne, Galaxien, Planeten, alle Organismen und auch wir Menschen bestehen, entstanden erst viel später. Die spannendste Frage ist ja erstmal ganz generell, war die Möglichkeit, dass Leben in unserem Universum entstehen kann, schon in dem Bauplan des Universums vorgesehen? Kann man sozusagen aus dem Bauplan des Urknalls heraus und was der Urknall schon alles erzeugt hat, schon vorhersagen, dass das eigentlich auch Leben hervorkommen könnte? Oder ist Leben etwas, was erst später sich das Universum überlegt hat? Wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall entstehen die ersten Galaxien und Sterne. Massereiche Himmelskörper mit einer kurzen Lebenszeit. In den heißen Kernen der Sterne fusionieren Wasserstoff und Helium zu schwereren Elementen bis hin zum Eisen. Spätere Sterne produzieren am Ende ihres Lebens in gigantischen Explosionen, den Supernovae, alle bekannten Elemente bis hin zum Uran. Wir glauben, dass zunächst sehr kleine Galaxien entstanden sind. Also kleine Gruppen von relativ wenigen Sternen. Und diese Galaxien sind dann rasch angewachsen, haben immer mehr Sterne produziert. Sobald dann die ersten Sterne schwere Elemente produziert haben, verändert es die Entstehung nachfolgender Sterngenerationen ganz entscheidend. Wenn man in den Nachthimmel schaut, scheint es, als seien die Sterne und Galaxien zufällig verteilt. Die Astronomen finden jedoch Muster. Eine großräumige Struktur, die aus Galaxien und Gas besteht. Bestimmt durch dunkle Materie, die den Hauptanteil der Masse im Universum ausmacht. Kosmologen nennen diese Struktur das kosmische Netz.
Es ist ein sehr filigran gesponnenes Netz aus Materie, Filamenten, wie wir das nennen, Stränge, die sich an bestimmten Punkten kreuzen. Und an den Kreuzungspunkten hat man besonders viel Materie. Knoten sind das, wie wir sagen. An den größten dieser Knoten findet man dann Galaxienhaufen, die größten Systeme, die wir kennen im Universum. Und diese Galaxienhaufen und Galaxiengruppen, die sind eben mit Materiefilamenten verbunden. Allerdings sind es zum größten Teil Materiebrücken, die aus dunkler Materie bestehen. Das kosmische Netz besteht aus miteinander verbundenen Fäden von Galaxien und Gashaufen, die sich über das gesamte Universum erstrecken und durch riesige Leerräume, den sogenannten Voids, voneinander getrennt sind. Mit den heutigen Simulationen der kosmischen Entwicklung ist es gelungen, die theoretischen Vorstellungen der Galaxienentstehung zu untermauern. Diese Rechnungen haben eine wesentliche Bedeutung heute in der kosmologischen Forschung und in der extragalaktischen Astrophysik. Da sieht man, wie reich diese Daten sind, die die Supercomputer generieren können. Sie erlauben es nämlich, das Universum in allen möglichen Aspekten zu untersuchen, unter anderem auch in der Zeit. Die Prozesse im Universum verlaufen auf Zeitskalen, die sich jeder menschlichen Vorstellungskraft entziehen. Die Verschmelzung zweier Galaxien kann zum Beispiel 2 Milliarden Jahre dauern. Auf dem Computer kann ich einen Film produzieren, der mir zeigt, in einer Minute, in einem extremen Zeitraffer, wie diese 2 Milliarden Jahre abgelaufen sind. Und das ist natürlich für den theoretischen Astrophysiker ein unheimlich mächtiges Werkzeug. Galaxien und Gashaufen erstrecken sich über das gesamte Universum, getrennt durch riesige Räume anscheinender Leere. Galaxien bilden dabei Gruppen, Haufen und Superhaufen. Letztere erstrecken sich über Hunderte von Millionen von Lichtjahren und enthalten Milliarden von Galaxien. Diese Galaxien sind durchzogen von Molekülwolken, Nebel, als Überreste von Explosionen sterbender Sterne, die gleichzeitig die Geburtsstätten neuer Sterne beherbergen. Millionen und Milliarden Jahre können die Elemente als Staub durchs Weltall ziehen, bis sich daraus neue Sterne formen. Die Geburt eines Sterns mit einem Planetensystem ist die Basis für das Entstehen von Leben. Aber nur ein Schritt vor unzähligen anderen. Wenn man sich anschaut, die verschiedenen physikalischen Prozesse, dann sind die gerade so abgestimmt, dass Leben entstehen kann. Wenn Sie an den Naturkonstanten ein wenig drehen, dann geht das nicht mehr. Wenn Sie die dunkle Materie nicht hätten, wäre keine Struktur entstanden. Also die dunkle Materie brauchen Sie allein schon deswegen. Die Neutrinos, man fragt sich, wozu braucht man diese Geisterteilchen? Aber wir wissen heute, wenn die Neutrinos nicht existieren würden, dann würde kein Stern explodieren können. Denn die Neutrinos treiben diese Explosion voran. Wir hatten es immer vernachlässigt. Und wenn kein Stern explodiert, gibt es keinen Sternenstaub. Also jedes kleine Bausteinchen, was wir finden, spielt eine Rolle, um im Gesamtkomplex dann die Möglichkeit für Leben zu erzeugen. Die Wucht einer Supernova, der Explosion eines massereichen Sterns, ist so groß, dass ein Teil der Materie aus der Muttergalaxie geschleudert wird und durch das All strömt. Materie, die Grundlage planetaren Lebens bilden kann. Wenn man sich diese explodierenden massereichen Sterne anschaut, die Supernovae, und dann das Licht analysiert, dann findet man genau die Signaturen der Elemente, aus denen Leben aufgebaut ist. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, die fundamentalen Bausteine des Lebens. Und zwar genau in der richtigen Menge und Häufigkeit, wie man es fürs Leben braucht. Sie sehen CNO und den Wasserstoff H aus dem Urknall. Und HCNO, das sind die fundamentalen Bausteine des Menschen. Dann kommt noch ein bisschen Phosphor dazu, um eine DNA zu erzeugen. Aber die Hauptbausteine finden Sie in den explodierenden Sternen und im Urknall. Wir sind quasi die Kombination von Urknall und Sternenstaub. Die erste Generation von Sternen ging in Supernova-Explosionen unter. Aus den Überresten bildete sich eine zweite Generation von Sternen, die man auch heute noch beobachten kann. Die Explosion dieser Sterne
bildete dann eine dritte Generation, zu der auch unsere Sonne gehört. Supernova-Explosionen erzeugen neue Sterne. Und dieses Bild soll uns zeigen, wie das genau passiert. Was wir sehen, ist eine Supernova-Explosion im bereits fortgeschrittenen Stadium. Bei der Explosion wirft der Stern seine fusionierte Materie nach außen weg und das fast mit Lichtgeschwindigkeit. Dabei stößt diese Materie auf die sogenannte interstellare Materie, das ist hauptsächlich Wasserstoffgas, und schiebt es vor sich her. Und das kann man hier oben besonders schön erkennen. Die Front wird immer weiter nach außen geschoben. Dabei reichert sich der Wasserstoff in der Schockfront an. Dabei wird die Schockfront immer dichter, bis sie schließlich unter dem eigenen Gewicht kollabiert. An der Schockfront entstehen punktweise neue Sterne. Woher wissen wir das alles? Weil bei diesem Kollaps Infrarotstrahlung entsteht. Die können wir hier auf der Erde nicht sehen, weil nämlich die Atmosphäre Infrarotstrahlung absorbiert. Deswegen brauchen wir Weltraumteleskope. Das Hubble-Teleskop war das erste, das solche Effekte zum ersten Mal studiert hat. Und das James-Webb-Teleskop soll das alles noch viel schöner zeigen. Das James-Webb-Weltraumteleskop steht für ein neues Kapitel in der Erforschung unseres Universums. Das Teleskop arbeitet im nahen und im mittleren Infrarotbereich. Dadurch wollen die Forscher tiefer ins All schauen als je zuvor. In den sogenannten Säulen der Schöpfung, einer Formation aus Gas und Staub, im 6500 Lichtjahre entfernten Adlernebel bilden sich abertausende Sterne. Die Infrarotkameras von James Webb geben einen erstaunlich präzisen Blick auf die Orte der Sternentstehung. Durch die Beobachtung solcher Gebiete lernen wir auch mehr über unseren eigenen Ursprung. Wir wollen immer wissen, woher wir kommen. Das ist der Ursprung vieler Religionen. Es ist immer wieder eine Frage für uns selber, woher kommen wir als Individuum? Was sind wir in diesem Universum? Und das ist natürlich für einen Astrophysiker eine besondere Frage, denn wenn wir sehen, wie komplex das Universum ist, wie viele Milliarden von Sternen es in unserer Galaxie gibt und wie viele Galaxien es insgesamt gibt, dann verspürt man so eine gewisse Demut vor dem Universum. Aber was wir natürlich wirklich wissen wollen, ist, wie ist das physikalisch und chemisch abgelaufen? Wie ist also nach so vielen Milliarden Jahren die Erde zum Beispiel hier entstanden? Das James-Webb-Weltraumteleskop wird für Jahre das neue Arbeitspferd der Astronomie sein. Wie das Hubble-Teleskop wird auch James Webb ganz neue Erkenntnisse liefern. Seine Daten werden mit denen anderer Instrumente kombiniert, zum Beispiel mit Beobachtungen im Röntgenlicht. Bei jeder Wellenlänge kann man natürlich bestimmte physikalische Prozesse sehen. Nehmen wir einfach mal die Röntgendaten, die charakterisieren, wenn wir Sterne hier nehmen, wie aktiv Sterne sind. Auch die Sonne strahlt Röntgenstrahlung ab. Junge, aktive Sterne strahlen Röntgenstrahlung ab. Das heißt, wenn wir jetzt uns dafür interessieren, wie sich Planetenatmosphären entwickeln, wollen wir natürlich wissen, welche Eigenschaften die Sterne im Zentrum haben. Gleiches gilt für Galaxien. Röntgenstrahlung kommt aus den sehr energetischen Prozessen im Inneren von Galaxien. Man will also wissen, wie die Prozesse des Materieeinfalls auf schwarze Löcher ablaufen. Das findet man im Röntgenbereich gut. Dann will man die Galaxien ringsherum beobachten. Da geht man sich eher in das Infrarot. Natürlich soll das James-Webb-Weltraumteleskop auch ferne Planeten ins Visier nehmen. Auf der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems interessieren sich die Forscher besonders für erdähnliche Himmelsobjekte. Astronomen hatten schon seit Jahrhunderten vermutet, dass es dort draußen Exoplaneten geben muss. Aber erst Anfang der 90er Jahre hat man zum ersten Mal wirklich einen Exoplaneten nachweisen können. Exoplanet ist aber nicht gleich Exoplanet. Es gibt da riesige Gasplaneten. Das war das erste, was man gesehen hat, sowas wie den Jupiter. Das ist nicht das, was wir suchen. Wir suchen erdähnliche Planeten. Kann auf erdähnlichen Planeten auch Leben entstehen?
Denn nein, dazu braucht es bestimmte Bedingungen. Zunächst erstmal braucht es einen Stern, der konstant eine Lichtstärke erzeugt, sodass wir gleichmäßige klimatische Verhältnisse haben. Gleichzeitig muss ein Planet einen kreisförmigen Orbit in der sogenannten habitablen Zone durchführen. Auch dann erst haben wir konstante klimatische Verhältnisse. Mehr noch, der Planet darf nicht kleiner sein als ungefähr die Hälfte der Erde. Warum? Nun, weil er dann keine Atmosphäre mehr tragen kann, weil die Gravitation fehlt und er dann auch keinen heißen Kern mehr hat, der ein Magnetfeld erzeugt zum Schutz gegen den Sonnenwind. Heute wissen wir, ein Planet, der Leben tragen kann, muss etwa so groß sein wie die Erde, plus minus 50%. Die erste Entdeckung eines extrasolaren Planeten Anfang der 90er Jahre führt die Wissenschaft in ein neues Zeitalter. Was lange vermutet wurde, ist nun Gewissheit. Planetensysteme sind im Universum die Regel und nicht die Ausnahme. Mit dem James-Webb-Teleskop können die Forscher nun einen genauen Blick auf fremde Welten werfen. Was wirklich unheimlich spannend ist, dass wir jetzt die Atmosphären dieser Exoplaneten viel genauer charakterisieren können, und zwar durch Spektroskopie. Wir können das sowohl für die tun, die wir direkt abbilden können, da können wir Spektren aufnehmen. Wir können es aber auch für die tun, die durch diese Transitbeobachtung entdeckt worden sind. Und wir machen das auf der einen Seite für Riesenplaneten, so wie Jupiter, die zum Teil sehr heiß sind, weil sie nah an den Sternen sind. Wir machen es aber auch für Planeten, die erdähnlich sind. Die meisten der entdeckten Exoplaneten sind Gasriesen wie Jupiter oder Saturn. Immer wieder finden die Forscher aber auch Gesteinsplaneten. Gleich 7 erdähnliche Planeten kreisen um den Zwergstern TRAPPIST-1. Einige davon in der habitablen Zone um ihren Stern, also in dem Bereich, in dem Wasser flüssig sein kann. Die Entdeckung war eine Sensation. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat einige dieser Planeten näher untersucht. Das nur 40 Lichtjahre entfernte Sternsystem ist das bis dahin aussichtsreichste auf der Suche nach außerirdischem Leben. Das scharfe Auge von James Webb liefert den Forschern neue Erkenntnisse. Das besonders Spannende war natürlich, Beobachtungen durchzuführen für Planeten in einem System, das TRAPPIST heißt, TRAPPIST-1, nach dem berühmten belgischen Bier, weil das belgische Astronomen das Instrument gebaut haben. Und da gibt es einen Stern, der hat auf einmal gleich 7 erdähnlichen Planeten auf einen Streich in der Zone, wo Wasser existieren könnte. Aber die ersten Beobachtungen, die auch publiziert sind, haben gezeigt, dass es dort keine dicken Atmosphären gibt, die aus CO2 zum Beispiel, wie die frühe Atmosphäre der Erde, bestehen. Somit schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass sich im TRAPPIST-System Spuren biologischen Ursprungs finden lassen. Es gibt noch viele Unbekannte bei der Entstehung von Leben. Auch wenn die Wissenschaft weiß, nach welchen Bausteinen sie suchen muss. Es geht erstmal darum, wie sieht die Materie genau aus, die dieses Phänomen hervorbringen kann. Und natürlich gehen wir erstmal davon aus, dass die, eben weil wir es auf der Erde so vorfinden, dass es vor allem kohlenstoffbasierte Moleküle sind, große kohlenstoffbasierte Moleküle. Kohlenstoff ist ja als Atom ein besonderes Atom. Das hat ja Möglichkeiten, Bindungen einzugehen, die andere Atome so nicht haben. Deswegen sind wir vom Kohlenstoff schon sehr beeindruckt und von seinen Verbindungen. So dass wir, wenn wir nach Leben im Universum suchen, eigentlich nach Kohlenstoffverbindungen suchen, so wie wir sie auf der Erde eben auch vorfinden. Also wir suchen im Grunde nach Molekülen, die das abbilden, was das Leben auf der Erde ausmacht. Dass es ganz andere Lebensformen geben könnte, stimmt zwar, aber da wir sie nicht kennen, suchen wir nach dem, was wir kennen. Eine Kombination aus Methan und Sauerstoff oder Ozon wäre ein Hinweis auf Leben. Doch welche Spuren in der Atmosphäre eines extrasolaren Planeten tatsächlich auf biologische Prozesse hindeuten, lässt sich bis heute nicht mit Sicherheit sagen. Das einzige Modell zum Verständnis der Atmosphären junger Planeten ist unser Wissen über die frühe Erde. Der nächste große Schritt wird sein, erdähnliche Planeten um sonnenähnliche Sterne wie unsere Sonne zu beobachten. Da kennen wir aber noch gar keinen.
Obwohl wir 5000 Planeten kennen insgesamt, kennen wir keinen einzigen extrasolaren, erdähnlichen Planeten um eine andere Sonne in unserem Milchstraßensystem. Und das liegt daran, dass die Entdeckung solcher Planeten um sonnenähnliche Sterne viel schwieriger ist. Das ist das Ziel der nächsten 20 Jahre. Eine zweite Erde, das ist der heilige Gral der Astronomie. Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass das Leben auf der Erde vor etwa 4 Milliarden Jahren begann. Vermutlich in kleinräumigen, abgeschlossenen Bereichen, in denen verschiedene Biomoleküle miteinander reagieren konnten. Die Verteilung von Land und Wasser auf der frühen Erde ist allerdings ebenso unbekannt wie die damalige Temperatur, die für chemische Prozesse wichtig ist. Wir wissen heute, etwa jeder 50. Stern hat mindestens einen Planeten, der Leben hervorbringen kann. Das macht allein in unserer Milchstraße etwa 5 Milliarden potenzielle Planeten. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist es, dass auf einem Planeten tatsächlich Leben entsteht? Schauen wir uns mal die Voraussetzungen an für biologisches Leben. Wir brauchen Kohlenstoff, Stickstoff, jede Menge Wasser, noch ein paar Mineralstoffe wie Calcium, Phosphor und so weiter und jede Menge Energie, um daraus wirklich eine erste Zelle zu entwickeln. Aber das gibt's an jeder Ecke in unserem Universum. Heißt das, dass daraus Leben dann sofort entsteht? Wir wissen es nicht, denn wir kennen nur einen Fall, den auf unserer Erde. Und vor 4 Milliarden Jahren, als das passierte, waren wir nicht dabei. Mit anderen Worten, die Evolutionsbiologen tappen noch komplett im Dunkeln. Den Ursprung des Lebens auf der noch jungen Erde können die Forscher bis heute nicht erklären. Wie sich etwa 600 Millionen Jahre nach der Entstehung unseres Planeten aus unbelebter Materie komplexes biologisches Leben entwickeln konnte, ist ein Rätsel. Die Wissenschaftler vermuten, dass das Leben aus einer Art Urzelle entstanden ist. Zellen, wie wir sie heute in der Natur finden, gelten als belebte Materie. Und die Frage ist jetzt, wie haben diese Moleküle es geschafft, Zellen zu bilden? Das ist sozusagen der Übergang, auf den man das runterbrechen kann. Der Übergang von der unbelebten zur belebten Natur. Leben beruht auf chemischen Reaktionen, die nur unter einer Bedingung ablaufen können. Moleküle müssen nahe genug beieinander sein, um zu reagieren. Wie sich aus den vorhandenen einfachen Molekülen große, informationstragende und selbst replizierende Grundbausteine von Organismen entwickeln konnten, wissen die Forscher noch nicht. Sicher scheint, dass das Leben im Wasser seinen Anfang nahm, vielleicht im Erdinneren. Bis heute finden Forscher Lebewesen, die auch unter extremen Bedingungen existieren können. Doch die Antworten auf grundlegende Fragen, wie sich zum Beispiel erste DNA-Moleküle bilden konnten, liegen im Dunkel. Wir kennen halt nur eine Form von Leben. Die baut auf der DNA auf. Und die DNA ist etwas, was nicht natürlich entsteht. Also wenn Sie ein Reagenzglas nehmen, da können Sie die ganzen Bausteine hineinfüllen, die ganzen Atome, die man dafür braucht. Dann rühren Sie um, dann entsteht aber keine DNA. Und das ist das Problem. Die DNA ist auch sehr, sehr fragil, die zerfällt sehr schnell wieder. Und dann stellt sich die Frage, wie kann denn der Urbaustein entstanden sein? Das ist noch nicht klar. Überall im Universum finden sich große organische Moleküle. Diese potenziellen Keime für die Entstehung von Leben haben die Forscher auch in Staubteilchen nachgewiesen, aus denen sich Planeten formen. Der Keim des Lebens steckt also möglicherweise bereits in der toten Materie, aus der auch unser Planet Erde entstanden ist. Vor etwa 4 Milliarden Jahren begannen sich auf unserem Planeten die ersten Vorstufen des Lebens herauszubilden. Aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff, Phosphor und Schwefel entstehen Biomoleküle, die Moleküle des Lebens. Im Jahr 1953 versuchten zwei Forscher, die Entstehung von Leben nachzustellen. Im Reagenzglas wollten sie dieselben Bedingungen schaffen, wie sie auf der frühen Erde herrschten.
Dass durch Energiezufuhr aus einfachen Molekülen komplexe Bausteine des Lebens entstehen können, zeigte erstmals der junge Chemiker Stanley Miller, der im Labor des Nobelpreisträgers Harold Urey arbeitete. Das Experiment gilt als Beweis dafür, dass sich Biomoleküle relativ einfach aus anorganischen Stoffen herstellen lassen. Die Entstehung von Leben konnten die Forscher allerdings nicht nachstellen. Leben ist ein unendlich komplexes System in einem geschützten Raum. Es ist ja so, dass die Definition des Lebens eben sehr stark mit der Definition der Zelle verknüpft ist. Also ohne eine Zelle gibt es kein Leben. Und jede Zelle geht aus einer anderen Zelle hervor. Das ist natürlich ein bisschen wie mit der Henne und dem Ei. Irgendwann muss es mal eine erste Zelle gegeben haben, die nicht aus einer anderen Zelle hervorgegangen ist. Und diese Zelle, die nicht aus einer anderen Zelle hervorgegangen ist, die ist dann per Definition die Urzelle. Das erste Objekt, das in der Lage war, aus sich selber andere Zellen hervorgehen zu lassen. Die ersten lebenden Zellen könnten sich vor etwa 4 Milliarden Jahren in tiefen Spalten der kontinentalen Kruste gebildet haben. Tektonische Bruchzonen, die den Erdmantel mit der Erdoberfläche verbinden und in denen Gase und Flüssigkeiten zirkulieren. In diesen Spalten herrschen hydrothermale Bedingungen, das heißt, aufgrund des hohen Drucks kann Wasser noch bei weit über 100 Grad Celsius flüssig sein und somit viele gelöste Gase und Minerale enthalten. Günstige Bedingungen für die Entstehung von Leben. Auch Kraterseen oder heiße Quellen zählen zu den Orten, an denen sich Leben gebildet haben könnte. Leben mag Ungleichgewicht, zum Beispiel den Wechsel zwischen warm und kalt. Zellen, wie wir sie heute in der Natur finden, gelten als belebte Materie. Die Frage ist, wie Biomoleküle, die die Vorstufen des Lebens sein könnten, es geschafft haben, Zellen zu bilden. Wie kommen wir von dem Biomolekül, von dem komplexen Biomolekül, das schon viel komplexer ist als alles Anorganische, zu der kleinsten Zelle? Das ist im Grunde wirklich der dramatische Graben. Und den versuchen wir zu schließen. Ist dieses Geheimnis gelöst, dann ist der Sprung von unbelebter zu belebter Natur gefunden. Unser Planet hat sich seit der Bildung erster Zellen stark verändert. Der stetige Wandel hat die Spuren auf eventuelle Urzellen vernichtet, zumindest verwischt. Und so suchen die Forscher auch im Universum nach den Grundbausteinen des Lebens. Besonders in den Regionen, in denen sich Planeten bilden können. Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop finden die Forscher in Chamäleon 1, einer etwa 600 Lichtjahre entfernten Eiswolke, Moleküle, die in zukünftigen Planeten enthalten sein könnten. Die Beobachtungen öffnen ein Fenster zum Ursprung komplexerer Moleküle, den ersten Vorstufen des Lebens. Man glaubt, dass der nächste Planet, der überhaupt Leben tragen kann, ungefähr 30 Lichtjahre von uns entfernt liegt. In irgendeiner Richtung, wir wissen nicht wo. 30 Lichtjahre hört sich gar nicht so viel an, aber wenn wir wirklich dorthin fliegen wollten, mit zukünftiger Technologie bräuchten wir mindestens 1000 Jahre. Das können wir nur schaffen mit sogenannten Weltraumarchen, also rotierende Röhren, wo wir auf der Innenseite leben und durch die Rotation können wir dann künstliche Gravitation herstellen. Und die Frage ist, kann man sich in solchen rotierenden Röhren und dann später auch auf dem Planeten so fortpflanzen wie auf der Erde? Wir wissen es nicht. So weit ist die Forschung noch gar nicht. Der menschliche Organismus ist für Reisen zu Welten außerhalb unseres Sonnensystems nicht geschaffen. Dazu reicht allein seine Lebenszeit nicht aus. Doch der Mars liegt in scheinbar greifbarer Nähe. Der Mars könnte einst Leben getragen haben, so die Vermutung der Wissenschaftler. Seine Landschaft zeigt, dass es wahrscheinlich flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche gab. Und so steht unser roter Nachbar seit langem im Fokus bei der Suche nach außerirdischem Leben. Der Mars hat die Fantasie der Menschen angeregt, weil er so ähnlich ist wie die Erde. Er ist so mit am Erdähnlichsten. Er ist relativ dicht
noch an der Erde dran. Er befindet sich noch nicht in einer Entfernung von der Sonne, dass er irgendwie völlig kalt und tot wäre. Er ist nicht zu dicht an der Sonne, dass er zu heiß ist, sondern er ist in einem Abstand, in dem sich durchaus Leben noch halten könnte. Und das macht ihn eigentlich attraktiv, denn man könnte denken, dass der Mars vielleicht vor Hunderten von Millionen Jahren mal auch Wasser hatte. Es gibt große Anzeichen, dass der Mars auch mit Ozeanen bedeckt war. Das heißt, wenn da Temperaturen geherrscht haben, bei denen Wasser flüssig war, die Basis für das gesamte Leben auch auf der Erde, dann ist das natürlich schon mal interessant. Dann könnte man ja sagen, okay, wenn dieses Wasser über eine längere Zeit dort auf dem Mars war, dann könnten sich ja zumindest Mikroorganismen gebildet haben. Der Mensch möchte den Mars erobern. Er möchte seinen Fuß auf den Nachbarplaneten setzen, um ihn noch näher zu untersuchen. Permanente Forschungsstationen oder sogar eine Besiedelung des Mars sind Visionen, die die Fantasie der Menschen anregen. Doch die Herausforderung, Menschen auf dem roten Planeten zu landen und vor Ort zu ernähren, stellt die Ingenieure und die Wissenschaft vor viele noch nicht gelöste Probleme. Trotzdem, der Mars erscheint technisch erreichbar. Zu weiter entfernten Himmelskörpern wird der Mensch aber wohl nie reisen können. Wenn man aber jetzt noch weiter weg möchte, zum Beispiel zum Saturnmond Titan, der einzige Mond, der auch eine dichte Atmosphäre hat, das wäre ein sehr spannendes Objekt, da mal hinzufliegen. Da reden wir jetzt von Missionsdauern von vielleicht 20, 25 Jahren. Das erscheint äußerst schwierig. Und diese Missionsdauern wird man auch nicht groß verkürzen können. Sie müssten also jemanden finden, der, wenn wir mal sagen, wir werden 100 Jahre alt, der ein Viertel seines Lebens bereit ist, dafür zu geben. Das Zweite ist, Sie müssten auf diesen 25 Jahren ja auch Full Service garantieren, inklusive medizinischer Versorgung. Da reden wir dann sicher schon von riesigen Raumschiffen, die man bauen müsste, von denen wir im Augenblick natürlich nicht mal träumen können. Reisen bis an die Grenzen unseres Sonnensystems und darüber hinaus sind reine Utopie. Die Entfernungen sind unermesslich und außerhalb jeden menschlichen Maßstabes. Der uns am nächsten gelegene Stern ist Proxima Centauri in 4,2 Lichtjahren Entfernung. Mit der uns zur Verfügung stehenden Antriebstechnik würde die Reise mehr als 6000 Jahre dauern. Zunächst mal muss man wirklich sagen, das Weltall ist frustrierend groß. Also es ist wirklich so frustrierend groß, dass man da fast die Lust daran verliert, überhaupt darüber nachzudenken, ob man mal zu irgendeinem anderen Stern fliegen kann. Das Schlimme ist hier nämlich wieder die Physik. Es gibt die sogenannte Raketenformel, das ist ein physikalisches Gesetz, die uns sagt, wir können auch gar nicht viel schneller reisen als mit unseren heutigen Raketen. Das geht einfach nicht. Es geht physikalisch nicht. Da ist eine physikalische Grenze. Das heißt, wenn wir wirklich mal zu anderen Sternen fliegen wollen, dann brauchen wir riesige Raumschiffe, die uns sozusagen eine zweite Erde simulieren und auf denen dann eine Generation nach der nächsten leben muss, um dann dorthin zu kommen. Sowas ist vorstellbar. Aber ob sowas wirklich realistisch ist, das glaube ich eher nicht. Selbst halb- oder ganzjährige Aufenthalte auf der Internationalen Raumstation zeigen, dass der menschliche Körper für ein dauerhaftes Leben außerhalb seines Planeten nicht geeignet ist. Der Ursprung des Menschen liegt im Urknall, dem Beginn des Universums. Die Erde hat den Menschen dann hervorgebracht und er scheint an sie gebunden zu sein. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, einfach das Leben der Menschen zu verlängern. Denn angenommen, so eine Reise zum nächsten Stern dauert irgendwie 10.000 Jahre, dann könnte man sich ja auch überlegen, so ein Mensch könnte ja auch 10.000 Jahre leben. Das kann man sich von der medizinischen Seite her, glaube ich, nur schwer vorstellen. Denn da deuten viele Sachen darauf hin, dass so die maximale Lebensspanne von einem Menschen, wenn man alles richtig machen würde und es auch verändern könnte, so bei 150 ungefähr ist. Aber man könnte sich natürlich die Frage stellen, vielleicht ist es irgendwann mal möglich, dass wir vom kohlenstoffbasierten Leben einfach den Übergang finden
zum Leben, welches auf Silizium basiert. Damit meine ich, wir sind gerade in einer Zeit, wo ja das Thema künstliche Intelligenz hochkommt. Und wenn man es wirklich schaffen könnte, einen Computer sozusagen zu bauen, der ein Bewusstsein entwickelt, der also dann eine eigene Identität hätte, eine solche Maschine wäre nicht mehr an menschliche Lebensspannen gebunden und die könnte sicherlich 10.000 Jahre irgendwo reisen, hätte ein ganz anderes Zeitempfinden. So kann man sich vorstellen, dass die Entfernung überbrückt war. Die Erde. Ein riesiges, einsames Raumschiff in den Weiten des Alls. Unser Planet besitzt viele verschiedene Voraussetzungen, die nötig sind, damit Leben entstehen und bestehen kann. Wasser, eine Atmosphäre, ein Magnetfeld, das uns vor Strahlung schützt, einen Mond, der unser Klima stabilisiert. Die Evolution hat den Menschen perfekt an die Erde und ihre Schwerkraft angepasst. Und somit ist unser Heimatplanet gleichzeitig auch eine Art Gefängnis. Der Mensch kann kurz vor die Tür gehen, zeitlich begrenzte Ausflüge ins All unternehmen. Sein Sonnensystem verlassen und selbst nach fremdem Leben suchen, kann der Mensch nicht. Den grundlegenden Fragen nach unserem Ursprung und ob wir allein sind, können die Forscher nur durch Sonden und Teleskope nachgehen. Es gibt ja auch Astrobiologen, die sagen, wir brauchen so gar nicht so weit rausgehen. Es gibt Leben bereits hier in unserem Planetensystem, nämlich auf den Monden von Saturn und Jupiter. Warum? Nun, wir wissen, dass es dort riesige Ozeane gibt, also flüssiges Wasser. Und das ist die perfekte Voraussetzung für Leben außerhalb der Erde. Einige Monde der Gasriesen Jupiter und Saturn besitzen wohl die Voraussetzungen für die Entstehung von Leben. Es sind die Eismonde, die genauer untersucht werden sollen. Denn unter deren gefrorenen Oberflächen vermuten die Forscher Ozeane aus flüssigem Wasser. Ein Kandidat ist der Saturnmond Enceladus. Der strahlend weiße Mond wurde bereits von der Raumsonde Cassini besucht. Er verdankt seine Helligkeit einer sich ständig erneuernden Schicht aus Eis und Schnee. Auf seiner Südhalbkugel finden sich Spalten und Risse, aus denen wie aus einem Geysir Wasser austritt und in riesigen Fontänen ins All schießt. Ein Teil davon rieselt als frischer Schnee zurück auf die Mondoberfläche. Man geht halt davon aus, dass flüssiges Wasser ein optimales Medium ist, um Leben einerseits zu schützen vor dem Weltall und auch Leben zu ermöglichen. Die Monde sind ja genauso alt wie die Erde, 4,5 Milliarden Jahre. Wenn man diese ganze Zeit hat, könnte eventuell etwas Komplexes da drin entstehen. Wenn man davon ausgeht, dass Wasser ein fundamentaler Stoff ist, den man für Leben braucht. Lange Zeit konzentrierte sich die Wissenschaft bei ihrer Suche auf unsere Nachbarplaneten Mars und Venus. Aber vielleicht sind es die weit entfernten Monde in unserem Sonnensystem, auf denen die Forscher außerirdisches Leben entdecken werden. Das ist eine neue Idee und die ist halt insofern interessant, weil damit sich die habitable Zone, sagen wir mal, wesentlich vergrößert. Sämtliche Eismonde, ganz gleich wo die sitzen, könnten Leben erzeugen, auch außerhalb von dem, was man bisher angenommen hatte. Eine faszinierende Welt bietet auch der Saturnmond Titan. Er ist völlig fremdartig und dabei seltsam vertraut. Er hat eine Atmosphäre und auf seiner Oberfläche gibt es Landschaften, die an die Erde erinnern. Ein wolkenverhangener Himmel, kahle Ebenen, Berge, Flüsse und Seen. Allerdings ist es dort minus 180 Grad kalt. Die Seen bestehen nicht aus Wasser, sondern aus flüssigem Methan. Die Atmosphäre ist eine Stickstoffatmosphäre mit Wolken aus Methan. Der Titan bekam bereits Besuch von der Erde. Im Jahr 2004 landete die europäische Sonde Huygens auf seiner Oberfläche. Eine ebenfalls europäische Mission ist momentan zum Jupiter unterwegs, dem größten Planeten in unserem Sonnensystem. JUICE, der Jupiter Icy Moons Explorer,
soll den Jupiter und seine Trabanten systematisch erforschen. Den Gasriesen umkreisen mehr als 60 Monde. Drei von denen wird unsere Sonde JUICE demnächst besuchen und untersuchen. Und da wollen wir wirklich sehen, ob diese Eismonde Leben beherbergen könnten. Und ich muss dazu sagen, wir werden nicht nach Leben suchen, weil die Instrumente dafür nicht geeignet sind. Aber die werden die Monde untersuchen, um zu sehen, ob hier Leben möglich wäre oder möglich gewesen wäre. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Am 14. April 2023 startete die europäische Forschungsmission vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus ins All. Etwa 8 Jahre lang wird die Sonde zum Jupiter unterwegs sein. Dort angekommen, soll sie die 3 Monde Callisto, Europa und Ganymed ins Visier nehmen. Auch bei dieser Mission geht es um die Suche nach Leben in unserem Sonnensystem. Die Mission gehört zu den anspruchsvollsten, die die europäische Raumfahrt je in Angriff genommen hat. Der Satellit hat 10 verschiedene Instrumente an Bord, um wirklich alle möglichen Parameter des Jupiter selber und der Jupitermonde zu studieren. Und das ist wirklich die Atmosphäre selber, das Magnetfeld, die Ozeane, also hineinzuschauen in die Monde unter die Oberfläche und hier die Struktur besser zu verstehen. Die Sonde soll unbekannte Welten erkunden. JUICE soll mehr Informationen über die vielleicht auf den Eismonden verborgenen Ozeane liefern und mögliche unterirdische Wasservorkommen aufspüren. Daneben soll die Sonde die Oberflächen der Monde kartieren und die Objekte bis tief in ihren Kern hinein untersuchen. Die Forscher möchten wissen, wie die Monde sich zusammensetzen und im Laufe der Zeit verändert haben. Zusätzlich sollen bei der Erkundung deren hauchdünnen Atmosphären, die sogenannten Exosphären, analysiert werden. Ganymed steht dabei besonders im Visier, da er der einzige Mond in unserem Sonnensystem ist, der ein eigenes Magnetfeld besitzt. Die Tatsache, dass es hier ein Magnetfeld gibt, ist höchst spannend und vielleicht auch ein Indiz, dass hier die Wahrscheinlichkeit, eventuell Spuren von Leben zu finden oder finden zu können, größer ist. Und deshalb interessieren wir uns so sehr für diesen Ganymed-Mond, den größten der Jupitermonde. Der Besuch wird der Höhepunkt der Mission sein. Als erste Raumsonde überhaupt wird JUICE in die Umlaufbahn um einen Mond eines anderen Planeten einschwenken. Die Sonde wird im Ganymed-Orbit seine Magnetosphäre und das innere Magnetfeld untersuchen und Daten über die Mondoberfläche und den in seinem Inneren verborgenen Ozean sammeln. Zum Abschluss der Reise wird die Schwerkraft der Sonde ein Ende bereiten. Sie wird auf die Oberfläche des Ganymeds stürzen. Die Mission JUICE ist eines von vielen Forschungsprojekten, die die Möglichkeit zur Entstehung von außerirdischem Leben untersuchen sollen. Die Wissenschaftler wollen Anhaltspunkte finden, die sie zum Verständnis unserer eigenen Existenz führen. Zum Ursprung unseres Lebens, wie es entstehen konnte und ob in den Tiefen des Alls noch anderes Leben zu finden ist. Wie aus unbelebter Materie die erste Zelle entstand und daraus höheres Leben, das ist für uns nach wie vor ein Mysterium. Was wir aber wissen ist, es ist sehr unwahrscheinlich. Nur was wir nicht wissen ist, wie viel ist denn jetzt eigentlich sehr unwahrscheinlich? Denn davon hängt dann genau ab, ob wir in unserer Milchstraße allein sind. Es mag sein, es mag nicht sein. Aber eins können wir sagen, selbst wenn es extrem unwahrscheinlich wäre, in einem praktisch unendlich großen Universum, muss es einfach viele Zivilisationen geben. Werden wir sie irgendwann mal treffen oder wenigstens mit ihnen kommunizieren können? Nie. Warum?
Die Abstände sind zu groß. In unserer Milchstraße wären es mehrere 10.000 Lichtjahre. Und wenn wir zu anderen Zivilisationen in anderen Galaxien kommunizieren wollten, wären es viele 100 Millionen Lichtjahre. So lässt sich nicht kommunizieren. Was bedeutet? Wir sind praktisch allein. Leben kann sich an extreme Bedingungen anpassen. Diese Tatsache bedeutet aber nicht, dass Leben unter diesen extremen Bedingungen auch zwangsläufig entsteht. Bis heute kennen wir nur ein Beispiel für Leben. Das Leben auf unserer Erde, das auf Zellen und DNA basiert. Wie dieses Leben entstanden ist, wissen wir bis heute nicht. Ob dieses auf der Erde entstandene Leben im Universum nur eine mögliche Variante oder einzigartig ist, das bleibt ungewiss. Sicher ist, die Bausteine des Lebens finden sich im gesamten Universum. Und sie lassen sich zurückverfolgen bis zum Urknall, dem Ursprung allen Seins und somit auch dem Ursprung unseres Lebens.